Das ist doch hier Totenkopf-Division. Krass. Wo ist denn hier Totenkopf-Division drauf? Guck mal. Das ist das Zeichen. Totenkopf. Na dann. Alter Schwede, ey. Auch noch komplett erhalten. Auch hier nichts verplombt oder sowas. Das ist richtig krass. Riesige Panzergranate. Zünder scheint zu fehlen. Aber nicht schlecht. Mal einen Vergleich zu haben. So ein Oschi ist das. Alter Schwede. Guckt euch das mal an, ey. Krass, hier geht's nochmal richtig runter. Ich glaube, jetzt haben wir echt den Gang gefunden. Alter Schwede, da oben das Gestein noch und jetzt geht's hier nochmal locker zwei Etagen runter jetzt von der Länge her. Krass. Krass, wo sind wir denn hier, ey? Wahrscheinlich ist die Übersetzung zu dem Geschütz irgendwo durchschnitten. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute in Norwegen unterwegs und zwar direkt am Atlantikwall und wollen uns hier heute mal ein paar Bunkeranlagen anschauen und ja, dann würde ich sagen, let's go. Das ist hier auf jeden Fall eine größere Stellung am Atlantikwall, die mehrere Leitstände, Flakbunker, MG-Stellungen und auch Geschützstellungen hat. Und das ist hier eine Flakstellung, ein Flakbunker für 2 cm Kanonen. Hier hat man hier wieder die Klappen, die man auf und zu machen konnte. Jetzt müssen wir uns gleich mal die Taschenlampe holen, damit wir hier reinschauen können. Da gehen wir erstmal rum. Hier ist nämlich hier so ein bisschen in den Fels eingearbeitet. Das ist natürlich immer passend. Hier Stromversorgung. Und dann stand hier oben nämlich, genau, hier ist der Sockel. Hier stand die Flak drauf. Hier habe ich noch den Ring. Sogar das Holz ist noch relativ gut erhalten, wo die Soldaten praktisch drauf standen. Hier gibt es jetzt kleine Nischen, wo unter anderem Werkzeuge für die Flak untergebracht waren. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen gucken, weil es sehr windig ist. Und hier womöglich auch Munition teilweise gestapelt. Ich glaube, man konnte das Ganze auch irgendwie zuklappen. Hier geht es jetzt in den Bunker rein. Das waren dann so gesehen auch einmal zum Schutz sogenannte Deckungsgräben für die Soldaten, wo die sich aufgehalten haben. Und dann geht es auch hier gleich irgendwo rein. Aber ich zücke jetzt erstmal eben die Taschenlampe. So, jetzt heißt es Kopf einziehen und dann geht es hier rein. Das war im Prinzip jetzt die Unterkunft und hier hat man auch noch die Betten. Also so wie es aussieht für 5 Mann, wobei da unten war wahrscheinlich auch noch ein Gitter, also ich schätze mal für 6 Mann.
Und das Ganze wurde ja halt auch früher dann noch von der NATO nachgenutzt. Deshalb sind hier ein paar Schalter und so weiter aktuellerer Natur. Ja, hier nochmal ausgeschildert, ne, wo wir uns befinden. Und unmittelbar davor erstmal eine riesige Panzergranate. Zünder scheint zu fehlen, aber nicht schlecht. Mal einen Vergleich zu haben. So ein Oschi ist das. Das scheint auch noch ein bisschen intakter zu sein von dem Holz her. Hier kann man das noch ein bisschen besser erkennen. Da war das praktisch auch noch mal eingerahmt. Gab es scheinbar dann so eine Art Tür, Scharnier irgendwie, wo man das öffnen konnte, damit das nicht die ganze Zeit Wind und Wetter ausgesetzt ist. Da unten liegen auch noch Metallteile drin. Da ist dieser Zugang wahrscheinlich dann für diesen Bunker. Da vorne könnt ihr auch schon erkennen, das ist auch irgendein Geschütz. Und hier unten dieser Verschlag. Ja, und damit hat man ja hier im Prinzip diesen Küstenabschnitt gesichert. Die Anlage ist schon ziemlich groß. Es soll auch irgendwie noch unterirdische Zugänge, Tunnel geben zu einer benachbarten Insel. Inwieweit das richtig ist, wissen wir nicht. Na, wir gucken mal. So, jetzt geht es hier auch wieder rein. Das ist wirklich sehr eng. Aber es ist dann halt auch nur so eine Nische, wo die sich wahrscheinlich dann wieder aufgehalten haben, weil hier oben ist richtig betoniert. Das hier ist nur Stein. Falls es irgendwie Fliegerangriff oder sowas gab und die haben keine Munition mehr oder allgemein, dass die sich dann hier nochmal zwischenzeitlich im Wachdienst aufhalten konnten. Ja, hier ist ein größerer Bereich, wo es abgelegt werden konnte. Also, wir haben jetzt hier nochmal einen Zugang gefunden jetzt bei der Flakstellung. Hier geht es in so einer Luke irgendwie zu den Betten rein. Das müssen wir uns auch gleich nochmal angucken. Haben sie sicherlich mal für die NATO da haben sie sich dann zu viel einquartiert, Licht. weil Irgendwie. da ist ganz mal rein. So, genau. Hier haben wir nämlich jetzt schon diese Metallrostbetten und hier unten ist scheinbar ein Ofen. Da liegt auch noch irgendwie so eine Platzpatrone. Ja, dann könnte man da auch raus irgendwie. Aber merkwürdiger Zugang. Hier über die Treppe runter. Also komplett anders wie der, wo wir gerade schon drin gewesen sind. Ein, zwei Bänke zum Hinhocken. Mehr ist nicht. Krass. Wir bewegen uns jetzt Richtung Hauptanlage, also Zentrum von dem Ganzen. Ich bin die Stiefel schon mal vor. Da oben ist nämlich auch nochmal ein Zugang. Müssen wir mal gucken, dass wir mal richtig in das Innere von dem Ganzen jetzt kommen. Ja, was für eine Aussicht hier im Atlantikwall. Das ist auch mal was anderes. Und jetzt sind wir wieder an der Flakstellung. Also die ganze Anlage ist
im Prinzip umrahmt von Flakstellungen. Und hier haben wir schon mal einen andersartigen Eingang. Dann gucken wir mal, hier wird wahrscheinlich jetzt zu sein. Nö, könnte man auch weinen. Oh, hier geht es auf jeden Fall jetzt ein bisschen weiter rein. Schatz, ich gebe dir mal hier die Taschenlampe, dass du auch eine hast. So, dann geht's hier ein bisschen weiter rein. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier rauskommen letztendlich. Hier schon gleich Ende ist auf der Seite. Oha, Schatz. Ich glaube, wir sind schon in so einem Tunnelsystem hier. Krass. Hier oben sind jetzt irgendwie Metallplanken. Sieht doch teilweise aus, als ob sie hier alte Stahltüren draufgelegt haben. Und hier. Oh, hier ist jetzt irgendein großes, eine große Kammer. Mit einem Regal für irgendwas. Oh, hier geht's noch weiter. Krass, Schatz. Eben hier versucht die Tür ein bisschen zu drücken, aber geht nicht. Wir müssen uns jetzt hier reinquetschen. Ich denke. So. Oh, wo sind wir denn hier? Also, das riecht hier echt richtig Lost Place mäßig. Boah. Also das ist jetzt mal richtig NATO-Bunker-Style. Also diese Kombination von WW2-Anlage gekoppelt mit NATO-Nachnutzung, das ist schon geil. Die Lampen hier. Und auch keine Schmierereien, ne? Das fällt einem sofort auf. Hier kann man auch nochmal irgendwie hoch. Ui, ui, ui. Sind da noch hin, ey. Was meinst du, man schon mal wieder gar nicht, wo man zuerst hergehen soll? Das sieht aus wie so ein Schlüsselbrett hier. Hier sind noch, aha, MG3. AG3, 600 Stück, Kann 2, Co, A, Co, B, also Giraffe. Also ich schätze mal, dass hier die einzelnen Stellungen bzw. Waffentypen, also MG3, ist ja Maschinengewehr 3, das deutsche Modell, gemeint sind und dann hier wahrscheinlich Anzahl, ja, der Munition, die hier gebunkert war, vermute ich mal. AG3, weiß ich nicht, was das ist. Giraffe könnte jetzt eine von diesen großen Kanonen sein, die wir noch nicht gefunden haben. Krass. Was ist das hier? Ah, ich glaube, das ist hier ein Fahrstuhl, wo man hier die Panzergranaten, die Artilleriemunition reinlegen konnte und dann wurde die wahrscheinlich nach oben befördert. Krass. Ja, das muss sowas sein. Das ist ein Aufzug. Biegen wir jetzt mal hier um die Ecke.
mal weiter. Alter Schwede. Guckt euch das mal an, ey. Krass, hier geht's nochmal richtig runter. Ich glaube, jetzt haben wir echt den Gang gefunden. Alter Schwede, da oben das Gestein noch. Und jetzt geht's hier nochmal locker 2 Etagen runter, jetzt von der Länge her. Krass. Alter Schwede. Das ist ja schon mal wieder eine richtig geile Anlage. Beeindruckender wie beim Valo Alpino. Jetzt kommt hier nochmal eine richtig fette Stahltür. Krass. Ich drehe mich nochmal eben um. Krasse Anlage. Wir sind jetzt hier praktisch in dem Schleusenbereich. Guck mal, hier jetzt wahrscheinlich. Boah, hier ist wieder so eine Lacktapete dran, die hier schon richtig abblättert. Spind auszusehen hat. Das kennt man ja noch aus eigenen Dienstzeiten. Also wie der Spind praktisch aufgebaut ist, wo welche Klamotten rein müssen. Boah. Krass, wo sind wir denn hier, ey? Ach du grüne Mann. Das ist hier richtig krass, wie hier alles abblättert. Wir sind jetzt scheinbar in diesem NATO-Bereich, NATO-Bunker-Bereich. Hier waren nämlich dann einzelne Stuben, so wie es aussieht. Hier nochmal alte Versorgungsschächte. Die gehen hier direkt nebenher. Hier unten sieht man ein Rohr und hier oben so eine Kabeltrasse. Geht bis hier hinten hin. Im Verlassen, krass. Ja, das waren halt die alten Stuben hier oben. Diese Lampen. Krass. Ja, hier sieht man nochmal den Aufbau. Das hat man bei der einen nicht gesehen. Da, genau. Wie der Spind auszusehen hat. Siehst du das hier? Muss das Gewehr rein, hier die Kleidung, Koppel und hier gab es ein paar Privatfächer, Handtücher und so weiter. Das war der Plan, wie der Spind auszusehen hat. Daran mussten sich die Soldaten halten, sonst gab es Ärger vom Vorgesetzten. Krass, also waren das hier die Stuben von den Soldaten hier, die hier stationiert waren. Hier Alarm, Signale, Voralarm. Hier ist noch ein Maschinenraum. Liegen auch noch ein paar alte Bettgestelle rum. Und ja, hier oben scheint für die Belüftung was zu sein. Ja.
Und hier ist auch irgendwie so komisch, keine Ahnung, was das hier ist. Merkwürdig, ich weiß es nicht. Und auf der Seite geht's wieder hoch, krass. Ja, machen wir gleich mal, oder? Jetzt wird auch bestimmt gleich meine Kamera schlapp machen. Geht es jetzt hier nochmal Treppen nach oben? Alter Schwede. Abwehrgeschütz und das Krasse ist, nicht, dass das noch so Top-Zustand ist, sondern es lässt sich auch noch drehen. Krass. Ist noch voll beweglich. Wahrscheinlich nicht in der Neigung. Das wird nicht gehen. Ne. Aber wir können so 360 Grad drehen, die Lafette hier. Das ist krass. Konnte ich im Prinzip dann hier welche hinstellen. Meine, der ist hier leider schon durchgerostet. Hier saß man im Prinzip eine. Da gab es hier, glaube ich, so eine Kurbel, wo man jetzt hier die Neigung und so weiter. Den Licht schützen. Dann geht man hier sogar das Visier. Dann könnte man hier sitzen. So. Die Füße kamen hier drauf. Und dann konnte man das hier so einstellen. Und dann geht das hier los. Krass. Ziehen rein. Hier oben. Das war so eine Sichel. Ich habe das hier rein. Hier gab es wahrscheinlich Ersatzmagazine, die man direkt einführen konnte. Aber ist das noch so krass? So, jetzt haben wir schon das nächste Highlight entdeckt. Ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt auch wieder sehr schlecht verstehen. Och Mann! Das ist mal eine richtige Kolonne hier. So ein richtiges Küstengeschütz. Alter Schwede, ey.
noch komplett erhalten. Auch hier nichts verplombt oder sowas. Das ist richtig krass. Komplett erhalten. Tja, schwer zu sagen. Das ist bestimmt ja, mindestens 12,5 Zentimeter Kanone ist das mindestens. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Könnte auch noch größer sein, ja. Krass, krass, krass. Müssen wir gleich mal gucken, wenn wir hier reinkommen. Hier ist die Visiereinrichtung. Ja, wir müssen irgendwie gucken, wie wir jetzt hier reinkommen. Jetzt gibt es hier mehrere Eingänge. Hier unten gibt es einen Eingang. Und hier gibt es einen Eingang. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Da werden wir jetzt höchstwahrscheinlich gleich erst wieder ein bisschen Licht brauchen. Jo, er ist offen. Dann gucken wir uns das gleich mal von innen an. So, dann gehen wir hier mal rein. Auch wieder eine relativ kleine Luke, wo man jetzt hier einsteigen muss. Boah, krass. Und hier sieht man schon mal, wie das Ganze hier von innen aussieht. Boah, boah, meine Güte. Hier gibt es keine Treppe. Alter Schwede. Hier ist ja noch alles drin. In Kumaschatz, hier ist auch das Symbol wieder. Das ist doch hier Totenkopfdivision. Krass. Warum ist denn hier Totenkopfdivision drauf? Guck mal. Das ist das Zeichen. Gruselig. Totenkopf. Na dann. Aber es kann natürlich auch nachträglich angebracht worden sein, weil das erschließt sich mir jetzt nicht. Aber hier ist ja. Hier sehen wir schon mal wieder so ein, aha, also ist unter uns wahrscheinlich noch der Munitionsbunker. Hier haben wir wieder so einen Aufzug. Hier kommen die riesigen Granaten, Panzergranaten, Artilleriegranaten hoch. Und schwupp, können hier direkt in die Kanone geführt werden. Und hier sieht man mal alles. Hier ist halt nichts demontiert. Es ist hier alles noch dran. Hier ist auch wieder irgendwie das Totenkopfzeichen drauf. Und hier ist die ganze Apparatur. Hier hat man den Winkel für die Einstellung, die übernimmt man hier. Da unten hat man auch nochmal für die 360 Grad Geschichte. Wobei das geht ja nur begrenzt halt, man hat ja nur einen gewissen Winkel nach vorne, den man halt überhaupt bewegen konnte. Jetzt würde mich mal interessieren, ob das jetzt hier irgendwie noch funktionstüchtig ist. Okay, das würde noch gehen hier, da kann man aber nichts machen. Also wenn man jetzt dieses Geschütz noch bewegen könnte, also das wäre jetzt richtig krass. Ja, ein paar von diesen Abus-Schlössern habe ich vorhin auch schon gesehen. Vielleicht geht es da noch irgendwo hin, wo potenziell jemand verunfallen kann. Ne? Hier ist nochmal ein Schacht. Ja, es muss nach unten gehen, Schatz. Das muss nach unten gehen hier in den Munitionsbunker. Krass. Hier oben auch nochmal wahrscheinlich eine Abluftanlage. Weil wenn das Ding, sag ich mal, am Dauerfeuern ist, dann wird ja hier so eine Rauch, Gas, keine Ahnung, Wolke entstehen. Durch den Abschuss der Granaten. Das muss ja dann, wenn so gewaltig gewesen sein und das dann im Dauereinsatz. Ja, ich kann mich mal eben kurz hinsetzen, damit man so mal ein bisschen den Größenvergleich sieht. Kann Melanie mal eben das zeigen. So, gab es im Prinzip hier scheinbar dann zwei Personen, die auf jeder Seite jeweils Platz genommen haben.
Übersetzung zu dem Geschütz irgendwo durchschnitten. Weil du hast das Gefühl, dass sich was bewegt. Ne? Ja, aber dass man das auch hier wieder noch bewegen kann. Gut, hier Optik und so weiter ist ja auch alles schon verrostet. Aber so wie das aussieht, schien das hier auch ein bisschen mit Luftdruck zu funktionieren. Hier sind solche Luftdruckkabel. Hier braucht man wahrscheinlich dann auch Strom. Ich glaube, sonst funktioniert das hier nicht. Aber trotzdem krass, ja. Aber mächtig, was das dann auch für ein Lärm gewesen sein muss, ne? Wenn so ein Teil mal geschossen hat. Ob es jetzt aktiv wirklich im Einsatz war, wissen wir nicht, ne? Ist nichts bekannt. Krass. Nicht schlecht, dass man das sich hier noch so anschauen kann. So Leute, jetzt machen wir erstmal einen kleinen Break. Wir haben ja wie gesagt die Möglichkeit hier zu stehen in der Nähe. Deshalb ist das jetzt nicht tragisch, weil wir müssen erstmal aus den Klamotten raus. Es ist echt extrem warm geworden. Und ja, es gibt hier noch so viel zu erkunden jetzt. Und dafür wollen wir uns ja noch Zeit nehmen. Und ja, wir müssen erstmal auch Akkus jetzt aufladen von den Kameras und so weiter. Und von den Taschenlampen. Und dann können wir nochmal angreifen und uns die restlichen Sachen hier angucken. Also das ist hier echt mega interessant. Also so ein ausgedehntes Stellungssystem hier am Atlantikwall haben wir jetzt so in der Form nicht erwartet. Und ja, was halt alles noch vorhanden ist und was man sich anschauen kann, echt mega. Also, bis gleich dann mal zum zweiten Teil.